Also willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und Sie merken, wir sind heute nicht im Studio, wir sind im Kaffeeladen in der Berlin Mall, Vossstraße, Ecke Wilhelmstraße. Und das ist mal eine andere Location, nicht weit vom Bundestag weg. Und ich habe mir gedacht, wir treffen uns heute mal hier und mein Gast ist Dr. Eva Högle. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Freue mich, hier zu sein. Stellvertretender Fraktionsvorsitzende und immer wieder im Gespräch als Ministerin. Darüber wollen wir nicht reden. Falls es nach der Europawahl einen Wechsel gibt, vielleicht sind Sie wieder dabei. Aber man soll nicht zu früh reden. Ich habe auch eine schöne Aufgabe im Bundestag. Ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende, zuständig für Innenrecht, Kultur, Medien. Das macht mir viel Freude. Da habe ich eine schöne Aufgabe und die mache ich auch sehr gerne weiter. Und die wollen Sie auch eigentlich lieber behalten. Die mache ich sehr gerne, ja, das stimmt. Es ist ja letzte Woche ein Gesetz wieder verabschiedet worden, das nicht durch das Haus Giffey lief, sonst hätte es wahrscheinlich eine andere Überschrift gekriegt. Ja, das stimmt. Wie heißt das genau? Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Daraus schließe ich, dass also mit diesem Gesetz wir mehr Fachkräfte kriegen sollen. Ja, das ist ein Gesetz, mit dem wir Menschen aus Drittstaaten, also nicht aus der Europäischen Union, sondern aus anderen Ländern nach Deutschland holen wollen, weil wir händeringend, sondern Fachkräfte, also entweder Personen mit einer Berufsausbildung oder mit einem abgeschlossenen Studium. Bisher konnten nur welche mit einem Studium kommen oder in Mangelberufen, also Berufe, die wir dringend gesucht haben. Das öffnen wir jetzt, weil alle Studien der letzten Jahre gesagt haben, wir brauchen mindestens 200.000, 300.000 Menschen jedes Jahr, um unseren Wohlstand zu erhalten, unsere soziale Infrastruktur, unsere Wirtschaft funktionsfähig zu halten. Und wir spüren das selbst hier in Berlin mittlerweile, dass wir Fachkräftemangel in allen Branchen haben. Pflege, Lehrerinnen, Lehrer, Kita-Bereich, Hochtechnologie, alle Dienstleistungsbereiche in der Gastronomie. Also wir brauchen wirklich dringend Arbeitskräfte. Aber warum gilt das nicht für die Flüchtlinge? Wir haben 1,2 Millionen Flüchtlinge. Die haben doch, oder ein Großteil hat doch was gelernt. Das sind doch junge Männer, junge Frauen. Das ist genau meine Position und dafür hat sich die SPD auch eingesetzt. Das lief mal unter dem Stichwort Spurwechsel. Wir sagen immer noch, die vielen Leute, die zu uns gekommen sind, übers Asylrecht, was natürlich was anderes ist, das ist ein humanitärer Grund, weswegen die Menschen zu uns kommen und hier Schutz und Sicherheit bekommen. Die sollen doch hier unsere Sprache lernen, sich integrieren, einen Ausbildungsplatz machen, Arbeitsplatz machen. Und deswegen stellen wir leider auch fest, dass häufig falsch gehandelt wird, nämlich die Falschen wieder abgeschoben werden. Die haben zwar kein Asylrecht, aber machen das hier alles ganz prima. Aber haben Meisterbrief meistens in der Tasche. Ja, wie auch immer. Ja, und das können wir gut, die können wir gut gebrauchen. Und deswegen haben wir auch noch ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem wir den Leuten eine Perspektive hier geben wollen. Ich halte das für ganz wichtig. Aber die Sorge der Union ist immer, dass damit ein Anreiz geschaffen wird. Wir haben 2015 die große Flüchtlingswelle gehabt. Und genau. Wir haben jetzt 2019. 4 Jahre lang haben wir uns nicht getraut, das anzufassen. Ja. Und die meisten jungen Männer und jungen Frauen leben abgeschieden von der Stadt in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften. Und das ist genau falsch. Das ja, ist genau Sie falsch. Wir geben Sprachkurse, wir geben die Möglichkeit, jetzt schon seit längerem eine Ausbildung zu machen. Wir unterstützen die Kinder bei der Schulbildung. Wir haben zum Beispiel die Willkommensklassen. Hier in Berlin wird das wirklich sehr engagiert gemacht. Ich habe gerade am Freitag eine ganz tolle Geschichte gehört. Junges Mädchen aus Syrien gekommen, 2015, 2016. Ein Jahr Willkommensklasse, 2 Jahre auf der Schule, jetzt den mittleren Schulabschluss gemacht, fängt jetzt eine Ausbildung an als technische Zeichnerin. Eine ganz tolle Geschichte, eine Kurdin aus Syrien, die nie zur Schule gegangen ist vorher. Also wir haben viele solche Erfolgsgeschichten. Aber warum sagen Sie nicht den deutschen Unternehmern, den Kaffeebetreibern und wer auch immer, Restaurantbetreibern, gehen Sie doch ins Flüchtlingslager und suchen sich die Leute. Weil das so einfach nicht geht. Natürlich muss erst geprüft werden, ob die Leute hier bleiben dürfen, ob alles in Ordnung ist. Sie müssen ihre Identität offenlegen, das verlangen wir auch. Das muss wir ja wollen, jetzt nicht wir 4 Jahre wissen, dauern. Nein, das dauert auch nicht so lange. Und dann kämpfe ich wirklich gegen die CDU und CSU dafür, dass die Leute einen Integrationskurs bekommen, dass sie die Sprache lernen können, dass sie überhaupt einen Ausbildungsplatz, einen Arbeitsplatz annehmen dürfen. Weil viele in der Union der Auffassung sind, man darf da diesen Wechsel nicht machen. Von einem Regime Asylrecht ins andere Einwanderung. Aber das kriegen wir jetzt hin. Wir bringen jetzt 2 gute Gesetze auf den Weg und ich bin ganz optimistisch. Schreiben Sie mit, dass wir das kriegen langsam, wir hin. Gut, dass Sie nicht gesagt haben, wir schaffen das. Ja, das
Genau. Also das ist dringend notwendig. Aber ich meine, alle Zuschauerinnen und Zuschauer erinnern sich ja noch, wir haben wirklich über 20 Jahre darum gerungen, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Dürfen wir das so sagen? Ich erinnere mich noch leider viel zu gut an die scheußliche Kampagne im hessischen Landtagswahlkampf 1999. Wir als SPD setzen uns schon lange dafür ein, dass wir Zuwanderung ermöglichen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass wir auch Integration ernst nehmen. Denn man darf die Leute nicht, wie Sie sagen, sich selbst überlassen, sondern man muss sie auch in die Gesellschaft einbinden. Und das wollte man ja nie. Deswegen hießen genau. Die Arbeiter Gastarbeiter. Genau so ist Gäste das. Gäste sollten irgendwann wieder nach Hause gehen. Genau, genau. Und Max Frisch hat mal gesagt, das wird häufig zitiert, gerufen wurden Arbeitskräfte und gekommen sind Menschen. Und da ist immer noch ganz viel Wahres dran. Also Sie kämpfen dafür, ist auch ein Thema im Europawahlkampf. Ja. 26. Mai ist nicht mehr lange hin, 13 Tage. Ja. Sie machen morgen eine Veranstaltung. Sie dürfen jetzt mal Werbung in eigener Sache machen. Ja, das wird eine spannende Sache. Ich bin erstens in einem schönen Lokal, das sich um syrische Geflüchtete kümmert und für die auch Projekte macht und so weiter. Ganz viel Dinge im Austausch mit Syrien, mit der Heimat macht im Lawrence in der Oranienburger Straße. Bin großer Fan von diesem Lokal. Und die haben auch schöne Veranstaltungsräume. Und da habe ich eingeladen die Berliner Europakandidatin der SPD, Gabriele Bischoff, eine engagierte Gewerkschafterin, eine absolute Europa-Expertin. Ich bin froh, dass sie unsere Kandidatin ist. Und es kommt der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, der wirklich ein sehr kundiger Europäer ist, der da eine tolle Arbeit leistet im Auswärtigen Amt und mit dem ich schon seit 30 Jahren mittlerweile Seite an Seite Europapolitik gestalte. Also gehen Sie mal hin. Das wird spannend. Die Wahl ist bald und die SPD kämpft um jede Stimme. Ja. Die Umfragen sind nicht so doll. Da liegt die SPD bei wie viel jetzt von gestern? 15. Ist bitter, nicht? Ja, sehr bitter. Ja. Was machen Sie? Was erzählen Sie den Leuten, warum Sie alles besser machen also, wollen? Also, ich finde, man muss nicht andauernd Europa erklären, sondern sagen, worum es in Europa geht. Und das ist vor allen Dingen Solidarität, Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, Frieden. Wir haben gestern hier 70 Jahre Luftbrücke gefeiert auf dem Tempelhofer Feld und das zeigt ja, wie wichtig der Austausch mit unseren Nachbarn ist. Ja, die Freundschaft, der Frieden mit Frankreich, die Aussöhnung mit Russland, das ist jetzt nicht Europa, aber das war durch Europa überhaupt möglich. Das sind Dinge, die sind ein bisschen im Hintergrund, im Alltag. Wenn man mit jungen Leuten spricht, hat man manchmal das Gefühl, die nehmen Europa so für selbstverständlich. Ja, wie Luft, die reisen nach Barcelona, nach Lissabon oder studieren in Schweden oder in Italien. Und das ist eben so, die sind so groß geworden, was ja wunderschön ist. Aber wir wissen noch, wie es war, als die Mauer quer durch Berlin lief, als das eben nicht so einfach war, in andere Länder zu reisen. Und das möchte ich gerne deutlich machen. Das ist nur mit Europa möglich. Was bewegt denn die Menschen auf Ihren Wahlveranstaltungen am meisten? Oder Sie sind ja auch Kreisvorsitzender der SPD hier in Berlin. Das ist ja Ihr Wahlkreis genau, hier. Genau, hier. Was fragen die Leute? Wohnen. Und die Frage hier heißt doch ganz simpel, wann schafft ihr es endlich, die Mieten zu drücken? Genau, ja. Antwort? Und Antwort bald hoffentlich. Wir haben jetzt gute Vorschläge vorgelegt. Ja, wir haben auch große Widerstände in der Gesellschaft. Ja, also hier in Berlin geht das noch mit der rot-roten Regierung. Da sind wir uns einig, dass wir bauen wollen, dass wir ein gutes Mietrecht brauchen und dass wir Mieterinnen und Mieter auch schützen wollen. Aber schon auf der Bundesebene diskutiere ich wirklich rauf und runter mit dem Koalitionspartner, ob wir bessere Regelungen im Mietrecht brauchen. Zum Beispiel zunehmendes Thema Eigenbedarfskündigung. Ja, die Leute werden hier aus den Wohnungen geschmissen, weil irgendwer seine Eisenbahn aufbauen will oder das Kindermädchen für die Kinder unterbringen will oder so. Also es gibt keinen absurden Grund, der nicht tatsächlich ausgefochten wird vor den Gerichten. Und dagegen gibt es keinen Rechtsschutz? Leider nein. Eigenbedarf wird zunehmend von den Gerichten möglich gemacht. Ja, deswegen will ich das ja etwas verbessern und tatsächlich die Voraussetzungen, unter denen wegen Eigenbedarf gekündigt werden darf, die will ich noch etwas strenger fassen. Und wie sehen die dann aus? Eigenbedarf kriegt nur der? Der es die Wohnung auch nutzen will. Ja, und nicht einmal im Jahr mal kommt. Sein. Ja, das stimmt, aber das muss genauer definiert werden und auch genauer geprüft werden. Also da haben wir noch Handlungsbedarf. Kann ich ein Chinese, der so einen Block kauft hier und sagen, ich habe 20 Kinder, genau, und jedes will jetzt nach Berlin und das 20. Und das können wir definieren als Gesetzgeber, da müssen wir nur rangehen. Ja, und dafür brauche ich Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Ja, da muss man nur rangehen, das sage ich als Wähler. Dann gehen Sie doch mal. Ja. Ergebnisse wollen aber wir sehen. Also ich will jetzt nicht jammern, ja, aber ich habe als SPD 20% im Rücken von der letzten Bundestagswahl. Und da gibt es im Bundestag schon noch ein paar mehr Gruppierungen, mit denen ich mich dann verständigen muss, wenn ich meine Vorstellung durchsetzen will. Aber dafür ist das Ihr Job. Genau, ja, das mache ich auch Tag aus, Tag ein. Und Rente ist das andere Thema. Ja. Sie haben gefragt, was sind die Themen der Leute? Rente.
Und das hat ehrlich gesagt auch viel mit Europa zu tun. Das glaubt man immer gar nicht auf den ersten Blick. Aber wenn wir in Europa gute Löhne haben, wenn gute Rente ausgezahlt wird, dann nützt das natürlich auch hier den Bürgerinnen und Bürgern in Berlin-Mitte. Dann habe ich gerade letzte Woche gelesen, dass der zuständige Minister Hubertus Heil die Grundrente finanzieren will, indem er mal in die Krankenkasse greift. Krankenversicherungskasse greift. Also erstens ist noch überhaupt nichts beschlossen, ob das steuerfinanziert wird oder auch aus der Sozialversicherung und so weiter. Das ist gerade erst in der Berechnung und in der Diskussion. Und zweitens werden alle sozialpolitischen Dinge immer anteilig finanziert aus Steuermitteln oder aus der Sozialversicherung. Ich erinnere zum Beispiel an die Mütterrente oder auch an andere Leistungen. Das ist immer ein Mix aus verschiedenen. Und wenn die Finanzierungsgrundlagen groß sind in der Sozialversicherung, dann finde ich, sollte man die auch heranziehen. Das muss man ausrechnen. Ja, ich habe da so ein bisschen Bauchgrimm und Sie vielleicht zu Hause auch, wenn man so mal eben in die Rentenkasse greift und dafür, um dafür die Grundrente zu finanzieren. Darüber diskutieren Sie jetzt mal in einer kurzen Werbepause weiter. Und wir sind gleich wieder da mit Dr. Eva Högel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, und wir reden über Europawahl und über dieses, wie heißt dieses Gesetz? Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Furchtbar, lass mir das geht das doch mal lockerflockig von den Lippen. Ja, aber mir noch nicht so. Ja. Also, wenn das Gesetz so kompliziert ist, wie man sagt, also wir haben eben darüber gesprochen, wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. Unsere Sendung aus dem Bundestag heute mit Frau Dr. Eva Högel. Sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD, Kreisvorsitzende der SPD hier in Berlin-Mitte. Wir sind also hier im Kaffeeladen in der Forststraße in der Berlin-Mall. Das ist Ihr Wahlkreis, ein schöner Wahlkreis, nicht? Ja, der ist wunderbar. Können doch hier immer die Sitzung machen. Ja, von wegen. Aber der Bundestag ist ja nicht weit und ich wohne im Wedding auch nicht weit weg. Ja. Berlin-Mitte ist schon was ganz Besonderes. 380.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Also richtig viel zu tun. Ganz unterschiedliche Kieze, ganz unterschiedliche Stadtteile, sind ja drei Altkreise 2001 zusammengefügt worden in diesem Kreis. Und ich bin ja hier nicht aufgewachsen, ich bin ja zugezogen und das ist echt ein Privileg. Aber Sie kennen jeden der 380.000. Das wäre mein Wunsch tatsächlich. Ja, ich würde gerne jedem der 380.000 mal guten Tag sagen, aber das ist leider nicht möglich. Aber ich bemühe mich so viel wie möglich, Menschen zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Anders kann ich auch nicht Politik machen. Na gut, wir haben die Wahl, wir haben darüber gesprochen, Europawahl, soziales Europa ist eines Ihrer Kernthemen. Da frage ich mich immer, was heißt denn das, soziales Europa? Ist das nicht alles wunderbar? Sie haben es ja gesagt, 70 Jahre Frieden und so. Mhm. Was wollen Sie denn jetzt wirklich verändern? Soziales Europa hat viele Facetten. Das eine ist zum Beispiel, dass alle Leute in Europa, alle rund 500 Millionen Menschen, dass die einen guten Lohn bekommen. Das ist noch längst nicht in allen Ländern üblich. Ja, das tatsächlich auch, muss nicht ein Mindestlohn sein, aber das ist die SPD-Forderung, dass es auf jeden Fall eine Untergrenze gibt, ja, dass wir ein System haben, in dem gute Arbeit gut bezahlt wird. Das ist das eine. Das andere ist, was wir in Europa haben und noch ausbauen müssen, wenn Sie in einem Land arbeiten und in einem anderen und wieder im dritten oder woanders studiert haben, dass das alles in der Sozialversicherung zusammengepackt wird. Das gibt es seit Beginn der Europäischen Union. Das kann noch ausgebaut werden, dass die Sozialleistungen tatsächlich überall gleichermaßen gut gezahlt werden. Und dann will ich eine dritte Komponente nennen, die hat mehr mit den Staaten untereinander zu tun. Das ist Solidarität in Europa. Wenn es einem Land nicht gut geht, helfen die anderen. Das ist von der Gründung der Europäischen Union an der Gedanke der Solidarität. Und das können wir auch noch klingt viel stärker leben. Gut, aber ich habe Bauchschmerzen. Und viele, warum? Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, bin ich sicher auch, alle sollen, oder man soll dem anderen helfen. Herr Macron, der französische Präsident, schlägt dafür einen Fonds vor. Mhm. Und der Bundesminister der Finanzen, der heißt Olaf Scholz, der gehört Ihrer Partei an. Der sagt, wir wollen aber nicht, dass alle mal eben in den Topf greifen, wo wir Deutschen das meiste einbezahlen. Ich finde das trotzdem eine gute Idee von Macron, auch wenn Olaf Scholz das vielleicht nicht so gut findet, weil nur so Solidarität funktioniert. Wir haben seit Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften das Prinzip, dass die Stärkeren die Schwächeren unterstützen. Es gibt sogenannte Regionalfonds, Sozialfonds, mit denen wirtschaftlich schwache Regionen unterstützt werden. Und welche Logik liegt dahinter? Und das ist eine absolut marktwirtschaftliche Logik, nämlich
wenn die Regionen weniger große Unterschiede haben und die Länder, wenn sie tatsächlich auf einem höheren Niveau sich angleichen, dann dient es der Wirtschaft, dann nützt es allen. Wir haben in Europa nichts davon, wenn ganze Regionen abgehängt sind. Früher war das zum Beispiel in Italien immer, ist immer noch so, aber nicht mehr so stark, dass das südliche Italien komplett abgehängt war. Oder man erinnert sich an Irland. Irland war das Armenhaus Europas. Und mit Hilfe der Strukturfonds sind dort Mittel reingeflossen, dass Irland jetzt gut dasteht. Das verstehe ich alles. Aber ich will keinen Topf, wo jeder reingreift, wenn er meint, er braucht was. Aber gut, Sie kämpfen dafür im Wahlkampf. Wir haben die Wahl am 26. Mai. Genau. Es sind noch genau 13 Tage. Ja. Ich habe schon gesagt, mal kommen wir mal zurück zum Bundestag. Diese Woche ist Sitzungswoche. Ja. Zwei Wochen hintereinander, genau. Ist schon mal ganz ungewöhnlich. Das ist harte Arbeit. Ja, wir haben auch noch einiges vor bis zur Sommerpause. Ja. Wir wollen noch was schaffen. Wir reden schon wieder von der Sommerpause, deswegen die Osterpause war noch gerade zu Ende. Deswegen müssen wir uns jetzt ja sputen, dass wir noch was hinkriegen. Also, was steht auf der Agenda diese Woche? Diese Woche steht das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz auf der Tagesordnung. Wir haben lass jetzt das ja doch immer mal von so Frau Giffey überarbeiten. Wir haben jetzt immer so besondere Begriffe. Was ist damit gemeint? Wir wollen beim Thema Abschiebung noch besser werden. Wir wollen Menschen hier Schutz und Sicherheit geben, aber wir wissen auch, dass viele hergekommen sind, die hier nicht bleiben können, die kein Asylrecht bekommen können, die in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Und das funktioniert noch nicht so gut, wie wir das gerne hätten. Und deswegen wollen wir die gesetzlichen Grundlagen noch mal ein bisschen anschärfen, dass die Leute, die nicht sagen, wer sie sind, wo wir Zweifel an ihrer Identität haben, die Leute, die in ihrem Heimatland nicht gefoltert werden oder von der Todesstrafe bedroht sind, die müssen in ihre Heimat oder in ein anderes Land zurückkehren. Und das soll intensiviert werden, diese Anstrengung. Das ist die Kehrseite der Medaille von weltoffenem Deutschland. Und das ist absolut richtig und hat auch die Unterstützung der SPD. Na, da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren wird. Ja. Weiteres Thema, was noch anliegt diese Woche? Also, diese Woche, was liegt noch an? Ich glaube, BAföG im Bildungsbereich, das ist nicht mein Thema, aber ich habe es vorhin auf der Übersicht der Themen gesehen. Also, wir haben immer sehr viel auf unserer Agenda und sind jetzt tatsächlich intensiv dabei, noch möglichst viel hinzubekommen. Stichwort Sommerpause, der Bundestag tagt das letzte Mal Ende Juni und dann erst wieder Anfang September. Und deswegen ist für uns immer Ende Juni so ein ganz wichtiges Datum. Bis dahin wollen wir noch viel geschafft haben. Wir müssen doch einmal über die AfD reden. Die versucht wieder diese Woche einen Vizepräsidenten im Bundestag durchzubringen. Ja. Bisher ist sie konsequent gescheitert. Mhm. Es hieß immer, die haben Anrecht darauf. Ja. Letzte Woche hieß es plötzlich, nee, haben doch kein Anrecht. Was ist denn nun? Unser Grundgesetz ist da sehr klar. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das Grundgesetz sagt, der Präsident, die Präsidentin des Deutschen Bundestages und die Stellvertreter, Stellvertreterin werden gewählt. So. Selbst wenn eine Fraktion ein Anrecht darauf hat, steht also nicht Benennungsrecht. Jeder, die werden gewählt. Jede Fraktion stellt einen Vizepräsidenten, steht da nicht. Nein, sondern werden gewählt. Genau, und das ist im Grundgesetz. Sie werden gewählt. Und unsere Geschäftsordnung formt das dann noch aus und regelt das im Detail. Das heißt, ich als Eva Högel habe eine Wahl. Ich kann entscheiden, ob ich jemanden von der AfD wähle oder nicht. Und ich mache das nicht. So. Und das ist das gute Recht jedes einzelnen Bundestagsabgeordneten. Also reine Propaganda, dass man sagt, die AfD hat ein Anrecht darauf. Genau, so ist das. Ist nicht, weil es nicht so im Grundgesetz steht. Ist eine Wahl, genau. Ja, dann ist ja gut. Ja. Ich will noch mal ein Schlusswort, weil wir gleich am Ende der Sendung sind. Wenn die SPD furchtbar verlieren würde am 26. Mai in der Europawahl in Bremen wird gewählt, das erste Mal liegt die CDU nach 60 Jahren vor der SPD. Mhm. Und in Brandenburg gibt es Kommunalwahlen. Wenn überall die SPD abschmiert, bricht die GroKo auseinander? Das ist sicherlich eine schwierige Situation. Und da werden wir lange auch reden müssen, wie es weitergeht, ob irgendwas daraus folgt. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, die Große Koalition zu beenden. Sie waren immer für die GroKo. Ja, und ich bin es immer noch. Wir sind bis 2021 gewählt. Die Wählerinnen und Wähler erwarten von uns, dass wir gute Arbeit abliefern, dass wir uns zusammenraufen. Und wir riskieren jetzt nicht wegen, wenn auch wichtigen Wahlen, die weitere Zusammenarbeit hier im Deutschen Bundestag. Das ich wäre absolut dagegen. Sieht ja ein anderer anders. Der heißt Kevin anders. Kühnert. Ja, der sieht manches anders als ich. Vorsitzender. Genau.
Ja, hat er inzwischen so viel Einfluss, dass er die GroKo zum Platzen bringen könnte? Glaube ich nicht. Also entscheidend ist der Bundesparteitag im Dezember sicherlich, weil wir da so eine Zwei-Jahres-Bilanz auch machen wollen. Und da waren dann noch drei weitere Landtagswahlen. Wir haben ja noch Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und im Dezember wird sicherlich Bilanz gezogen. Aber nach der Europawahl und nach Bremen erwarte ich jedenfalls nicht, dass die Koalition zu Ende geht. Sie gehen ja gleich hin oder waren heute in der Fraktion, sind jeden Tag in der Fraktion. Wie ist denn die Stimmung, wenn man die Umfragen, die kommen ja dummerweise immer sonntags. Ja. Ja, die einen 16, die anderen 15, haben Sie gesagt. Wie geht man denn da rein? Also die SPD-Fraktion ist fröhlicher, wenn die Umfragen 30% ja, sagen. Das hätte ich mir natürlich denken können. Ja. Natürlich sind alle auch irgendwie nervös, weil es ja um die eigene Arbeit auch geht. Aber jetzt sind alle im Europawahlkampf und jetzt sind wir voll konzentriert darauf und lassen uns auch von den Umfragen erstmal nicht irre machen, sondern wir engagieren uns dafür, dass wir mit Katharina Barley und Franz Timmermans und allen, die da kandidieren, ein gutes Ergebnis für die SPD erzielen. Ich will es doch nochmal versuchen, was ich am Anfang versucht habe, wenn Katharina Barley ihren Job aufgeben muss, weil sie ins Europaparlament wechselt. Rücken Sie an Ihre Stelle? Keine Ahnung und ich weiß auch gar nicht, ob ich es will, weil ich eine tolle Aufgabe in Haben Sie am Anfang Fraktion gesagt, ich habe gedacht, vielleicht auch. Haben Nein. Sie sich das jetzt da das in meine den letzten 20 Minuten anders überlegt. Nein, habe ich nicht. Ich mache meine Arbeit sehr gern und ich hoffe, das hat man in diesem Gespräch auch gemerkt. Und was ist mit Frau Giffey, wenn man ihren Doktortitel wegnimmt? Soll das kann ich nicht beurteilen. Der Empfehlung von Kramp-Karrenbauer folgen, das dass sie ihren Job aufgibt? Das kann ich alles nicht beurteilen, weil ich das, weil wir alle abwarten müssen. Und das sagt Frau Giffey ja auch selbst, was die Universität entscheidet, wie es dann aussieht mit ihrem Doktortitel. Das muss in Ruhe abgewartet werden und dann wird Frau Giffey oder andere die Konsequenzen rausziehen. Müsste man denn aus den moralischen Regeln des Bundestags, wenn es solche gibt, nicht sagen, wenn sowas passiert, dann musst du zurücktreten oder ist das eine Kann-Vorschrift? Also wenn ich es glaube, überhaupt eine Vorschrift das ist immer ein Einzelfall, das muss man in jedem Einzelfall sehen. Es hat ja auch Doktorarbeiten gegeben, die behalten wurden. Ursula von der Leyen beispielsweise hat ihren Doktortitel behalten, andere dürfen sie an die Herr Scheuer Gutenberg beispielsweise. Musste zurücktreten. Darf den Doktortitel nur in Bayern und in Tschechien tragen oder sonst wo, ich weiß es nicht. Es gibt ja ganz viele verschiedene, man kann da nicht über einen Kamm scheren. Der Fall Gutenberg war natürlich gravierend, der auch den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages für seine Arbeit genommen hat. Holla! Also ich meine, das war jetzt schon was ganz Besonderes, aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr so relevant. Frau Schawan? Ja, es war auch ein schwieriger Fall. Wissenschaftsministerin, sie war Wissenschaftsministerin. Ja. Ne? Da gelten natürlich auch nochmal andere Maßstäbe. Also wir warten das in Ruhe ab. Frau Giffey macht auf jeden Fall eine tolle Politik hier in Berlin und darüber hinaus. Sie ist eine gute Familienministerin, sie ist eine engagierte Politikerin und für die SPD wirklich ein Glücksfall. Und deswegen hoffe ich, dass das alles gut ausgeht. Geben Sie uns ein Versprechen. Was denn? Wenn die Europawahl vorbei ist und es zur Kabinettsumbildung kommt und Sie sollten Minister werden. Ja. Herzlich eingeladen. Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Und ich komme auch, wenn ich nicht Ministerin werde. Das Vielen nehmen Dank. Wir. Die Einladung ist ausgesprochen und angenommen. Ja. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Wir Danke sind am Ende auch. Der Sendung. Ja. Sie müssen jetzt im Bundestag genau. viel arbeiten. Ja, ganz genau. Die lange Sommerpause, haben Sie gehört, das geht im Juni los bis September. Ist ja Wahnsinn. Dazwischen wird aber gearbeitet. Wir sind in den Wahlkreisen. Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Vor. Also wir machen nicht 8 Wochen Urlaub. Also, niemand macht jetzt das. Wird gearbeitet, genau. noch gekämpft. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie die Sendung nochmal sehen wollen, auf YouTube, YouTube TV Berlin aus dem Bundestag. Vielen Dank. Bis nächste Woche Montag, wie immer, 20:15 Uhr aus dem Bundestag auf TV Berlin. Danke und tschüss.